Switch. Ist das? Oder PC? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, es hat nur geleckt gehabt, weil ich das Spiel in den Vordergrund geholt habe. Und deswegen kurz. Hallöchen, Kaiser, ich habe dir vorhin schon Hallo gesagt. Bist du im Lurk? Wie geht's dir? Ich habe gesehen, du hast gestern bei einer Küche Essen gemacht. Was gibt's denn zu essen? Ich habe gesehen, du spielst Shadow of the Colossus, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Habe ich gestern ganz kurz ein bisschen reingeluckt. Bratreis und Gemüse. Das hört sich gut an. Hatte gestern den Hard Run durchgezogen. Also die zweite Hälfte. Wow, okay, krass. Boah, ich bin gespannt, ob das hier mit meinen Einstellungen alles so klappt, weil ich probiere hier immer noch ein bisschen mit OBS rum. Ich reize da meinen Rechner so ein bisschen so weit aus, wie es geht. Und wie weit er es halt schafft. Fehlt halt noch ein Teil hier bei dem Bild. Und wir mussten, wo mussten wir jetzt hier hin? Wir mussten durch die andere Tür, war das, ne? Ich glaube schon. Stimmt, wie ging denn das hier alles nochmal? So? Hier konnte ich mich irgendwie so festhalten. Ja, irgendwie wird das schon. Ist ein Steckenpferd von mir, das Spiel. Hab's als Jugendlicher schon gespielt. Gab's davon nicht noch einen zweiten Teil irgendwie? Oder ein Remake? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Remake? Zweiter Teil? Irgendwie sowas? Hier oben müssen wir weitermachen, oder? Der Brief, genau. Oh, guck mal, Katzen. Katzen. Ganz oben. Dann gab es hier Wintersonne und Rost. Was gibt es hier sonst noch? Telefon. Klingelingeling. Das letzte Blatt. Okay. Das hört sich irgendwie nicht so positiv hier an. Wait. Nö. Das ist wahrscheinlich. Ah, okay. Das ist nur zum Hochziehen da. So. Nee, nicht direkt. Sequel. Aber die im weißt du, aber die Spiele des Studios sind alle irgendwie miteinander verwoben. Ah, okay. Na gut, dann gucken wir jetzt mal in den Brief rein. Da ist ein Hundi. Da hinten. Da hinten ist ein Hirsch. Und ein Reh, oder? Nee, sind es beides Hirsche. Entschuldigung. Weiß, was ich vergessen habe. Und ich wundere mich die ganze Zeit, weil ich nicht sehe, ob der Stream bei mir ordentlich läuft oder nicht. Ich habe mein Monitoring gar nicht. Ich bin höchst professionell. Nee, also ich bin heute wirklich hart verpeilt. Mir so leid. Ich muss das hier ganz kurz noch anmachen. Einen kurzen Moment. Bonnie Charlie, wo bist du?
Kenn ich. Ich hab heute wirklich alles verpeilt einmal. So. Jetzt ist das hier mit an. Ja. Sollte passen. Ach Gott. Ich habe mich die ganze Zeit so gewundert, so, hä, irgendwas fehlt hier noch. Irgendwas ist nicht so richtig. Ja, es... Mir hat mein Monitoring gefehlt. Sehr gut. Oh nein, schon wieder irgendwelche Straßen. Nicht wieder überfahren werden. Was ist das hell hier einfach? Was ist das Eis? Ja, du siehst unten, unterhalb von der Platte, siehst du halt noch, dass es so... Auf Eis nicht springen, nicht gut hier anscheinend. Gucke. Da passiert nämlich sowas. Und dann brichst du ein. Okay. Ja, das Spiel hat so eine schöne Musik, ne? Das ist krass. Die Routine macht's irgendwann. Ja, sonst habe ich es bisher auch nicht vergessen, aber heute war irgendwie so richtig verpeilt einfach. Warum kann ich das hier machen? Okay. Was soll mir das denn bringen? Ja, vielleicht wenn ich dann hier und dann... Ich bin mal hier ein bisschen von meiner Schnur wieder. Geht doch. Nein! Hier ein Knoten. Da ein Knoten. Baut das irgendwie in irgendeiner Art und Weise hin? Oder rutscht es jetzt trotzdem runter? Hm. Ich komme da trotzdem nicht hin. Hä? Moment. Gott, ich habe hier so viel Faden schon wieder verloren. Nein! Jetzt hat er das da unten weggemacht. Ich muss hier springen. Ups. Richtig das Schmodderwasser drunter. Ja, ja. Ja, es sieht halt auch eher, es sieht halt nicht aus wie ein Fluss oder so, sondern wie so ein Bach eher. Und die sind ja meistens so ein bisschen schmuddeliger. Oh, ganz viele Krähen. Okay. Geht weg! Okay, das darf ich nicht weiternehmen? Okay. Nö. Au, 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 hey! Die war einfach aggro auf mich. Ach, die darf mich nicht kriegen, oder was? Aber ich kann das hier nicht weiterschieben. Oha, oha, guck mal hier. Ja, die eine kriegt mich nicht und die kriegt mich jetzt, oder wie? Soll ich auf CFCs morgen? Oh, das glaube ich dir. Kann ich die nicht einfach da lassen? Ich muss das hier runterschubsen. Vergesse ich gerade schon wieder irgendwas, was man machen kann? Ich muss einfach nur laufen, oder? Ha, hier drunter kriegst du mich nicht. Blöde Jan, du. Hä? Wird nix? Hä? Wird nix? Hä? 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 Oh, oh, oh. Ich lauf einfach mal. Ich lauf.
Kommt noch eine? Nee, ne? Kriegt mich nicht. Ich habe voll vergessen, wie komisch die Steuerung von Dying Light ist. Echt? Ach nee, ah, ich muss aus dem wieder raus. Nein! Da unten, da drunter war der Punkt zum Einsammeln. Oh, es fängt ja schon super an hier wieder. Okay. Kusch dich. Lauf. Lauf schneller, weil knall. Ich weiß gar nicht, wie viele kommen. 1, 2. Ich weiß es nicht. Da kommt jetzt wieder einer. Kommen wir mal 2 hintereinander? Ist ja jetzt eine gute Frage, ne? Guck, guck. 1, 2. Ich weiß es nicht. Oh, das ist knapp. Komm ich nicht. Nein. Geh da wieder rein. Oh Gott. Wie komme ich denn da drunter? Ich muss von der anderen Seite da auf das Ding. Ich glaube, die finden das nicht gut, dass ich, Nein. Ich habe einen Checkpoint. Okay. Ich finde das, glaube ich, nicht gut, dass ich die verjagt habe. Immerhin habe ich jetzt hier einen Checkpunkt. Checkpunkt. Ja, der Checkpunkt. Oh Gott. Schön wieder rein. Da kommt wieder einer. Oh, da kommt noch einer. Mann! Nein! Was war ein Dying Light nochmal? Weiß das schon wieder gar nicht mehr. Also ein Spiel, klar. Gut, soweit bin ich jetzt auch. Aber... Nee. Jetzt bin ich... Nee, da kommt ja noch eine. Darf ich das hier mal bitte jetzt festbinden? Bin mir mal nicht so sicher. 1. Jetzt kommen wieder 2. Nee, und da kommt wieder eine. Oh Gott. Ja. Ich habe halt kein Gefühl dafür, wie oft und wie schnell die hintereinander kommen. Ich glaube, das ist mein Problem. Übrigens, wie gesagt, Tipps und so sind okay. Ich könnte, also wenn ich so krass festhänge, dann könnt ihr das gerne machen. Oh shit. Ah, hier unten. Kommt hier keine Krähe hin? Okay, ich gehe wieder weiter, ne? Oh, ich habe ein kleines Päckchen. Das hätte wahrscheinlich da unten nicht rein dürfen. Richtig wieder raus?
Ja, so. Ein bisschen. So, das? Was ist denn jetzt dein Leid? Also, was macht man da? So, jetzt kann ich das auch hier hochschieben. Ich weiß nicht genau, was es mir bringt, aber ich kann es tun. Wo kannst es tun? Gut, Sailor Moon. Ah, ich muss es wahrscheinlich hier hinbringen, oder? Nee. Das Zombie Survival, dass ich das 5000 Mal durch habe. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich das? Nein, 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 nein! Roll doch nicht runter! Wer hat dir das erlaubt? Gibt's hier hinten eigentlich was? Nö, aber ein Hammer. Was bringt mir das jetzt, dass ich das hier hochgeschoben habe? Okay. Ist das hier irgendwie fest bin? Nö. Aber hier kann ich das fest bin. Das bringt mir wiederum nichts. Komm mal mit. Ich weiß zwar nicht, ob ich dich hier rübertragen muss, aber ich nehme dich einfach mal mit. Das, was in Deutschland nicht verfügbar ist. Okay. Kann ich hier das irgendwie auch spannen? Nö. Ich glaube, ich brauche das gar nicht. Wenn ich das Paket einfach von da oben runterschubse, wird das schon gehen. Weil ich brauche das Paket auch, um hier hochzukommen. Also wäre ich hier nicht hochgekommen. Ich weiß aber genauso wenig, was mir das hier bringt. Ah! Hey! Hey! Ah, und ich brauche das Päckchen denn hier? Mhm, mhm, mhm. Um so ein Secret-Ding zu finden. Ah. Verstehe. Ja, ja. Das ist sehr stabil. Geht hier irgendwie weiter? Nö. Da oben ist Farbe. Warum sieht man das? Warum scrollt es so weit hoch, dass man das sieht? Das ist auf jeden Fall grüne Farbe. Interessant. Nee, warte. Nee. Geh mal einfach nur runter. Ja, okay, das ist da liegen geblieben. Das ist gut. Dann kann ich jetzt meine ganzen. Meinen ganzen Faden wieder mitnehmen. Hallöchen, Dave. Hi. Ich war in letzter Zeit nicht hier. Ich bin umgezogen. Wo bist du denn hingezogen? Und mir geht's soweit gut. Warte mal. Ich kann das ja hier auch noch wegmachen. Gib mir meine ganze Schnur wieder. Du brauchst das nicht. Verdammt, ich brauch die hier doch. Nee, brauche ich gar nicht. Ich bin doof. Ich kann mich ja hier hochziehen. Dann mache ich einen auf den hier. Kann ich mich. So. Wow, ich hätte meine Schnur gar nicht wiederholen müssen anscheinend. Weil ich einfach wieder neue kriege.
So. Oh, muss ich wieder hin und her schwingen? Hm, sieht so aus. Hallöchen, Crimson. Hi, na, wie geht's dir? Wie war deine Woche bisher? Mir wieder neue Schnur. Hier gibt's einen Heuhaufen. Oh, da oben ist ein Dings. Kann ich das ziehen? Ja, das kann ich. Ich weiß nur nicht, für was das gut ist. Aber es ist anscheinend für irgendwas gut. Oh, vielleicht kann ich einen Knoten machen? Und hier auch? Geht das? Ja, das geht. Dann kommt man doch da hoch. Kommt man nicht? Nein! Bin so froh, wenn wieder Freitag ist. Nee, du hast ja die Hälfte schon geschafft. Komm ich da nicht hoch? Nee, warte. Ich glaube, da kann ich mich festhalten oben, oder? Meine Woche besteht aus Stress. Ja. Okay, das ist nicht gut. Dann versuch dich ein bisschen zu entspannen. Auf jeden Fall. So, jetzt. Ja, hier oben gibt es bestimmte Ratten oder sowas. Na gut, immerhin ein Vogelnest. Geht's hier weiter? Anscheinend. Platsch. Nein, wir sind hier wieder auf dem Feld, ne? Kommen bestimmt die Krähen wieder. Ich sehe doch da schon einen im Hintergrund. Nee, dafür muss ich auf die andere Seite. Oh oh. So viele Krähen. Einfach ignorieren. Ich bin nicht da. Habe ich das gerade einfach wirklich first try einfach gepickt, obwohl ich einfach nur reingesprungen und ganz schnell den hier gedrückt habe, damit ich nicht einfach weiter runterfalle? Wow. Ist hier was drin? Seht mich nicht, seht mich nicht. Wow. Okay. So. Jetzt direkt auf die andere Seite. Ihr seht mich nicht. Bin ich da? Nein! Sie sehen mich doch wieder. Shit, 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 lauf, 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 lauf. Lauf, Wollknall, lauf. Nein, 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 da kommt eine. Nein! Wie? Ich hab da nichts zum Ausweichen, hä? Okay, einfach die ganze Zeit durchlaufen. Hoffe ich. Rennen. Rennen, einfach gedrückt halten und rennen. Lauf, Wollknall. Hä, wie soll ich den dem ausweichen? Einfach wieder zurücklaufen ein Stück? Wäre eine Idee, oder?
wenn die ankommen, einfach ein Stück zurücklaufen? Aber hier kommt direkt eine. Nö. Das haut nicht hin. Bin ich jetzt doof? Brauche ich den Eimer vielleicht? Ja, sehen die mich einfach gar nicht. Bin ich ein Eimer? Geht das überhaupt? Darf ich der Eimer sein? Jetzt die Musik aber so stressig bleibt. Aber ich habe ja hier oben nichts dran, ne? Nee, ich kann nicht der Eimer sein. Kann den nicht mitnehmen. Ich dachte halt so, dass ich mich unter dem Eimer vielleicht verstecken kann. Kann ich auch nicht mitnehmen. Ich dachte halt, dass ich vielleicht irgendwas mitnehmen muss. Verbind die zwei Punkte doch, aber was bringt mir? Was soll mir das bringen? Ah, du meinst, dass ich den Eimer dann hochziehen kann? Dass ich da oben raufkomme? Stimmt. Das wäre eine Idee. Stimmt, ich brauche ja nicht nur... Ja, ja. Ich habe vergessen, dass ich auch mit Sachen interagieren kann, auch wenn die nicht so einen roten Bobbel dran haben. Stimmt, ja. Ich hab's vergessen. Wir brauchen ja gar keinen roten Schnurbobbel dran. Nee, da schoss ich mir den Kopf. Jetzt bin ich fast abgesoffen. Aber ich kann mich da irgendwie nicht festhalten. Doch jetzt so. Aha. Hallo Eimer. Darf ich dich mitnehmen? Dankeschön. Kannst du dich auch noch anders hinschieben? Irgendwie. So, dass ich vielleicht auch reinkomme. Haha, ihr seht mich nicht. Ich fühle mich jetzt wie Snake in der Box, ey. So, ihr seht mich nicht. Ja, versuch's doch. Ich bin nur ein laufender Eimer. Blöd, ne? Ich hasse diese Krähen. Aber hier unten ist ein Stück Schnur. Glaube ich. Sieht zumindest aus. Also warum? Erstmal verrecken. Genau, mit dem Ausrufezeichen. Ich muss das hier kaputt machen, sonst komme ich hier nicht an dem Bobbel hier ran. Nee. Funktioniert nicht ganz. Ich denke, ich probiere mal Homefront aus. Okay, mach das. Viel Spaß mit Homefront. Komm, zieh dich raus. Oh, Gott sei Dank. Was mache ich denn jetzt hier? Nee, das funktioniert irgendwie nicht. Das, was ich gedacht habe, funktioniert irgendwie nicht. Hm.
Was? Achso, oder soll ich auf dich warten? Nö, brauchst du nicht. Mich interessiert das Homefront nicht so unbedingt. Wie komme ich denn an den Bob da oben? Ist ja irgendwas mit dem Teil hier im Wasser zu tun haben. Oh Gott. Nee. Entschuldigung, so das. Ach, das bleibt jetzt so, oder was? Ha. Muss ich ja eigentlich da irgendwie hinschwingen. Kann ich aber nicht. Naja, egal. Wir wissen auf jeden Fall, hier ist einer. Oh, ich habe einen Hund gehört. Leute, die mich kennen, wissen, ich bin nicht so gut auf Hunde anzusprechen. Ding jetzt gebracht? Nichts. Oh, ich muss das andersrum verbinden. Da muss ich ihn bestimmt mitnehmen. Den dahin. Hier hin. Und der hier hin, oder? Also ich brauche den da unten ja gar nicht mehr. Ich bin ja doof. Ich meine, ich bin super intelligent. Kann das ja jetzt einfach so irgendwie halt. Wir müssen Schnur sparen, okay? Ist wichtig. Sonst kommen wir eventuell nicht dorthin, wo wir hinwollen. Nee, egal. Hey. Nein, 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 nein. Du bleibst da. Nein. Ja, so. Nee. Oh. Oh, ist das die erste Erinnerung jetzt? Ja, ne? Oh nein, ein armes Vögelchen. Aber ihr wollt mich die ganze Zeit fressen. Obwohl ich nur Wolle bin. Ich bin mal nett. Ach nee, du bist nicht derselbe, oder? Nee, du bist so ein... Oh, 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 es tut mir leid. So. Du bist kein Rabe. Du bist kein böser Rabe. Hallo? Hey, 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 hey. Ich bin kein Wurm. Ich hoffe, du nimmst mich einfach nur mit. Falls es kurz geleckt haben sollte, war bei mir heute auch im Spiel. Also diese Filmsequenz war so ein bisschen ruckelig. Das Level ging jetzt deutlich einfacher durch. Als die anderen, die wir bisher hatten. Waren irgendwie schwieriger, ich weiß auch nicht. Okay.
können wir hier jetzt bestimmt gucken. Ja, Brief. Egal, wie weit wir uns voneinander entfernen, wir sind nie weiter als ein Wort entfernt. Warum fällt es uns denn so schwer, wenn es doch eigentlich nur eines so kleinen Aufwands bedarf? Oh. Da waren die bösen Krähen. No. Okay. Ja, yeah, schon wieder so weit laufen. Lauf, lauf, lauf. Hui. Immer bis in den nächsten Raum rennen. Deswegen liegt hier auch so ein Brief. Ja. Jetzt kommt Wintersonne. Schlitten fahren. Wobei, das war kein Schlitten, ne? Das war eher so ein flaches Ding. Plastikding, was er auf den Boden gelegt hat. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Oh, oh Gott. Schnee. So viel Schnee. Eben war alles nur gefroren. Jetzt ist halt überall Schnee. So, wieder da. Hab mir kurz einen Milchkaffee gemacht. Guck mal, wir sind im Schnee. Und warum geht's hier lang? Aha, aha. Warum kann ich hier langlaufen? Warum ist da so ein Boppel? Warum fällt der jetzt runter? Ich kann einen Schneemann bauen. Oder zumindest kann ich eine Kugel machen. Guck mal, ich bin auch unten rum weiß. Jetzt nicht mehr. Den brauche ich sogar. Lol. Boah, ich bin ja heute Genius, ey. Ist hier sonst noch was? Hä, wie cool. Ui. Schlitten? Nee, es war kein Schlitten. Der hat keine Kufen. Das ist einfach nur so ein Plastikteil, was du auf dem Boden legst und dann gezogen wirst oder runterfahren kannst. Das hat aber keine Kufen wie ein Schlitten. Oh, das ist so richtig schöner Schnee. Das ist schön. Aber Jani, du siehst ein bisschen. Ja. Sieht ein bisschen so aus, als ob dir deine Wolle ausgeht. Huch! Oh, hier kann ich wieder hochfliegen, oder? Warte, warte, warte. Ach, verdammt. Oder oben kann ich wieder. Kann ich nie? Hätte ich da irgendwie hoch müssen? Aber das ging nicht, hey. Warte mal. Hey, da sind wieder Hirsche oder sowas im Hintergrund. Ne, es sind keine Hirsche, ne? Wie heißen die dann? Hirsche waren das nicht. Weil die sind so ein bisschen pummeliger. Weiß man nicht, wie man es sagen soll. Ja, roll, roll, roll. Elche? Das sind die Elche? Ich glaube schon, oder? Oh nein, wir sind in der Eishöhle.
Ah, und ohne das komme ich nicht an. Ja, aber Jani sieht sowieso nicht mehr gut aus. Okay. Ja, ohne das komme ich da nicht ran. Kann so ein einfaches Spiel einfach so schön sein. Wow. Das Vanillemilchkaffee schmeckt voll geil. Das glaube ich dir. Wie halt auch hier der Schnee runterfällt, sobald man hier auf die Sache raufgeht. Ist das cool. Einfach so runterkracht. Aha. So hätte man hier hin können. Aha. Ich habe mich nämlich schon gewundert gehabt, wie man da überhaupt hinkam. Gut, das hat sich geklärt. Da war noch was. Wow. Den hat man ja fast gar nicht gesehen. Krass. Ich habe, glaube ich, auch noch. Ich glaube, ich habe Vanille Cappuccino noch hier. Wie mache ich denn das jetzt so? Also so komme ich ja... Doch, so komme ich ran, okay. Brauche ich das gar nicht festknoten. Ich dachte erst, ich komme da so nicht ran. Oh. Mich da oben nicht hin? Nö, anscheinend nicht. Da darf ich nicht hin. Na gut. Dann kletter ich halt hier hoch. Oh nein, Jani! Jani! Ach du doofes kleines Wollknäuel. Was denn mit dir? Richtig für irgendwas? Den muss ich da wahrscheinlich hochkriegen. Hier oben. Oh, die nächste Erinnerung. Okay. Entschuldigung, wollte ich nicht. Und du kommst mit. Brauch dich nicht. Glaube ich zumindest. Weil da ging ja irgendwie nochmal eine Höhle hoch oder irgendwie sowas. Runter, genau. Da kriege ich bestimmt wieder neue Wolle her. Oh, damit er... Hä, das ist so cool. Bin ich wieder neugierig und will wissen, was da ist? Hier geht's lang. Boah, ich bin halt wirklich Genius, ich sag's euch. Boah. Okay.
Jetzt gehen wir weiter. Weil jetzt haben wir, glaube ich, wieder genug Wolle. Ja. Sieht aus, als ob es bricht. Oh, hier gibt es auch wieder Wolle. Oh, oh. Das wollte ich eigentlich nicht. Au, au. Ja gut, jetzt ist Jani theoretisch auch so in der Art Schlitten gefahren. So. Deine Wolle geht ja aber schon wieder aus, ne? Ach, da oben gibt's neue. Irgendwie auch nicht weiter. Ich habe halt gerade gedacht gehabt, ob man da vielleicht irgendwo noch lang könnte. Mach doch nicht sowas. Ich komme ja auch wieder raus, ne? So ist nicht, oder? Gar nicht, streng ich an. Ich bin gerade erschrocken. Ja, siehst du, sowas sieht man denn nämlich nicht. Ja gut, das bringt mir nichts. Ich komme da oben nicht lang. Muss das schnell sein, ne? Aber auch nicht zu schnell. Ich muss warten, bis der Stein da so ein Stückchen in die Richtung kippt. Jetzt hier in den nächsten. Ah, der muss auch runterkrachen und dann... Ah, okay, okay. So, krachen und... Ist halt... Was machst du? Machst du auch so? Ich komme dann da nicht hoch. Nee. War das knapp. Ist das cool? Ist das schön gemacht? Ich brauche hier so eine Nuss. So eine Nuss, genau. So einen Kiefernzapfen. Jani verschwindet schon fast im Schnee. Sieht man bald nicht mehr. Oh, oder das?
Warum hältst du es fest? Jetzt die Musik weg. Warum ist die Musik aus? Ah, jetzt kommt sie wieder. Aber das im Hintergrund müssten wirklich Elche sein, oder? Oh oh. Hey, warte. Ist das hier so Eisangeln, oder? Nein, nein! Oh. Jani? Nicht ins Eiswasser fallen, bitte. Ist nicht so gut. Ich hätte ihn in die richtigen Löcher packen müssen, oder? Kann das sein? Warte mal. Du mal hier hin. Ich brauche ihn aber gerade nicht. Bis dahin. Schaff das. Ich weiß nicht, was mir das bringen soll, wenn ich die in die richtigen Löcher packe, aber ich will das unbedingt. Mein innerer Monk sagt es mir. Oh. Ich hab da was abgerissen. Tut mir leid. Braucht man nicht, oder? So. Mein innerer Monk geht's jetzt gut. Jetzt kann ich das Ding noch bestimmt mitnehmen. Komm mal mit. So kommen wir nämlich rüber. Hallo, Mann im Blau. Das hab ich schon wieder vergessen. Ha, ich wollte einen ganz lustigen Witz reißen. Jetzt weiß ich es wieder. Weil ich gesagt habe, da ist der Mann im Blau. Wollte gerade sagen. So, Immerhin nicht die Man in Black. Er ist der Man in Blue. Aber er gehört auch nicht zur Blue Man Group. Ob ich. Weiß. Lachwitze hier sind. Ultra. Alle Zuschauer jetzt vergrault. Hey, runter mit dir. Du zahlst keine Miete, du darfst nicht. Wow. Hey, komm ich jetzt nicht mal hoch. Ah, doch. Hier ist ein Zapfen. Chrysotas. Was denn? Darf ich keine komischen Witze machen?
tut mir leid. Weiß nicht, ob ihr das seht, also ob ihr es kurz gesehen habt, aber der Schneeball hat sich irgendwie mit meinem Faden verheddert. Sehr gut. Du bleibst hier. Wir warten. Ich komme gleich wieder. Moment. Nein, nein, mitkommen. Ist das cool, dass man so Sachen mit Schneebällen und so machen kann? Jetzt da rein. Aha. Das ist cool. So, das brauche ich alles nicht. Moment, da unten ist was. Kann ich mich da hinschwingen? Nö. Mach ich denn das dann? Komm ich da hin? Hey. Du. Da. Warte mal, wenn ich mich festknote, kann ich nämlich hier weiter runter. Hui! Aha! Beim Festknoten wird mein Seil länger. Gut zu wissen. Levelabschluss. Was bist du? Eine Schneeflocke? Na. No. Schön. Wintersonne. Manche Tage fühlen sich... Was? Warm. Oh Gott, ich kann die Schrift halt nicht gut lesen. So, okay, manche Tage fühlen sich warm an. Egal, wie kalt sie sind. Und manche Dinge machen Spaß, egal, wie alt man ist. Und manchmal wünschte man sich, dass ein Besuch ewig andauert. Mann, ich drücke immer die falsche Taste, ne? Das ist voll verschneit. Gott, wie hoch der Schnee einfach ist. Ja. Oh! Kleines Kind mit Bärchenpulli. Oder Bärchenjäckchen. Och, wie schön. Das wäre so ein Winter, den wünschte ich mir mal wieder.
Dann direkt ins nächste, ne? Ah, guck mal, wenn wir die Sachen... Das fällt mir jetzt auf, nach dem dritten Stream. Dass wenn wir die Level abschließen, dass hierhin halt Sachen auftauchen. Die Level bezogen sind. Hä, ich bin heute voll gut. Ich habe jetzt in einer Stunde euch zwei Level geschafft. Die letzten Male war hier pro Stunde ein Level. Mein Milchkaffee ist schon leer. No. Oh no. Das ist nicht so schön. Mach dir 9. Wie kann es von hier, was noch so schön aussieht, auf einmal so kippen von der Stimmung her? Wow. Was ist hier passiert? Auto eingeschneit oder war das ein Unfall? Aber nur zugeschneit, oder? Schon längst voraus? Was voraus? Hast schon neu gemacht? Nee, ist das hier ein Unfall gewesen? Weil hier ist ja noch ein Auto. Das ist einfach nur ein Schrottplatz. Kann halt alles möglich sein. Oh. Das wollte ich nicht. Ah ne, hier stehen noch mehr, okay. Aha, das reicht. Ah, dafür ist das Ding da, damit ich die Knoten hier lösen kann. Und dann wieder hochkomme. Den hier jetzt auch weg. Und dann komme ich nämlich weiter. Gerade so. Ja, das ist so ein Schrottplatz anscheinend. Hallo Vögelchen, bist du das Vögelchen von vorhin? Ach, das rote Ding da, das ist gar kein Faden. Habe ich nicht gesehen. Ich dachte, weil hier sind halt auch so nur roten Dinger dran, dass das auch ein Faden wäre. Entschuldigung, Frau Elster, wollte Sie nicht stören. Achso, so das, wie ist eigentlich jetzt Homefront? Macht Spaß oder ist nicht so deins? Und was machst du mit Far Cry? Nein, nein, nein. Ich bin tot. Die wurde von einem Reifen erschlagen. Ha, diesmal nicht Mr. Reifen.
oh. Aua. Hey, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Wo ist der denn hergekommen? So, Mr. Reifen, gehen Sie. Nee, ich habe gesagt, Sie sollen gehen. Ich will nicht. Ich warte jetzt, bis du wegrollst. Ja. Kann ich leider nicht anschieben, tut mir leid. Hier, ja, roll. Aha, hier liegen sie rum. Kommt denn jetzt der nächste? Nö, kann ich auch nicht mitnehmen. Nicht Spaß, kommt noch Cyberpunk. Ach hier, wo kommt der denn immer her? Der kommt voll random. Da ist keiner, der lose noch ist. Ich komme hier aber auch nicht rauf. Und weiter komme ich auch nicht. Oh, warte, ich sehe was. Oder? Oder auch nicht. Ach so, du wolltest witzig sein und hast noch geschrieben, welches Cyberpunk denn. Ach so, Entschuldigung, habe ich überlesen. Kommt gleich wieder der komische andere Reifen vorbei, oder? Wo ich nicht weiß, wo er herkommt. Ja, ich höre ihn. Ich komme hier halt nicht weiter. Jetzt wird es schon wieder komisch schwer. Mann. Die ersten zwei waren so gut. Jetzt kommt das hier. Ich gehe immer wieder nach Hause. Jani, erzähl mal, warum machen wir das hier eigentlich? Was ist denn das Ziel hier von? Oh. Ah! Oh! Oh! Ah, das ist der Sinn davon. Ah, oh! Ja, ja! Easy peasy! First try hier. Hä? Ich weiß gar nicht, was ihr euch aufregt. Ich wusste, dass man da lang kann. Hab das doch gesehen. Also wirklich. Oh, tot. So. Das ist der Hundi wieder gewesen.
Das haut aber irgendwie nicht so hin. Irgendwas mache ich hier nicht richtig. Hangel dich doch mal hin. Es zieht sich aber auch nicht fest, ne? Interessant. Hier hoch? Nee. Nee, keine Ahnung. Warte mal. Da ist was. Sieh das. Hey, hallo? Kannst du... Warum machst du da keinen Knoten? Mich verarscht? Macht er jetzt Knoten? Geht doch. Halt, ich muss erstmal runter. Da gab's ja noch was. Komm ich so eigentlich auch noch zu dem anderen rüber? Ne, sieht nicht so aus. Es gab da oben nämlich noch mehr.
dich noch weiter schwingen? Gut möglich sein, oder? Oh Gott. Nee. Hä? Ey, das ist Spiel manchmal. Nicht so weit hoch, oder? Nee. Und da oben kann ich nicht liegen bleiben. Dem falle ich zu weit und sterbe. Cool. Passt. Ah. Ich war fast drinne, okay? Mach mir da jetzt einen Knoten ran, so. Muss nicht immer zurücklaufen, kann ich mich einfach wieder hochhangeln. Ich kann der Vogel da hinten eigentlich auch wieder mitnehmen, einfach. Aber das geht jetzt nicht, weil ich den halt hier so komisch... Ich darf mich hier nicht festknoten. Okay. Dann muss ich das echt immer wieder zurücklaufen. Ja, dann greife ich das halt gar nicht. Sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Ich war einfach nur doof. Moment, muss mal kurz was antworten.
So. Und da Lizzie nicht da ist, muss ich mal trinken. Okay. Mir leid, so viel zu klären hier. So, jetzt machen wir aber weiter. Reicht. Was war das? Ah, dieses Ding hier. Okay, jetzt geht das runter. Kannst du das nehmen? Kannst du. Und wieder hoch damit. Bringt mir das was? Ich weiß es halt nicht genau. Und jetzt weiter noch da. Komm. Geht es nicht weiter? Ich muss es theoretisch hochfahren lassen. Dann aufhören und wieder ausmachen. Ich weiß nur nicht, ob mir das Ding da hinten was bringt. Wieso waren da Tabletten? Sieht so aus, ne? So medikamentös irgendwie. Was bringst du mir jetzt hier? Oh, ich kann dich schieben. Oh, du bringst mir doch hier gar nichts. Ich hätte das Ding hier weiter runterfahren müssen. Okay. Achso, da ist ja nur nicht mit Magneten drin. Warte. Ja, kann ich die nicht einfach so... Ja, das war jetzt doof. Nein, jetzt habe ich das aus dem angemacht. Jetzt. Okay.
Kann ich hier nicht? Hä? Ob ich hier nicht hoch kann? Hä? Ich kann nicht über den Doppel laufen? Echt nicht? Das verwirrt mich. So höher geht der aber nicht. Ja, dann lasse ich das halt an. Wenn ich über den Boppel nicht rüberkomme, irgendwie. Nur nicht auf den Kopf fallen lassen, okay? Ich hab das Gefühl, ich brauch den gar nicht. Weil eigentlich ja schon, oder? Ich müsste mich doch da draufstellen können. Überleg gerade auch, ja, ne? Gerade ein bisschen überfragt, aber eigentlich müsste ich mich doch draufstellen können. Ich weiß halt gerade nur nicht, warum es eben nicht ging. Das war jetzt wieder doof. Okay. Weil ich muss ja halt da hoch. Ich glaube, die Dinger müssen einfach nur richtig liegen. Guck mal, jetzt komme ich hier hoch. Und eben wollte das halt einfach nur nicht. So. Jetzt habe ich es. Geht doch. Nee, das bringt nicht. Oh, jetzt habe ich die. Nee, warte. Das ist richtig. Die muss nämlich auf sein. Nee. So.
Da hinten gab es bestimmt irgendwo nochmal so ein Geheimnis oder so. Komme ich hier nicht lang? Hey, ich komme hier nicht weiter. Wie würdest du mir sagen, dass es hier nicht weitergeht? So. Oh, jetzt kann man das Bild gar nicht richtig sehen. Oh, schade. Weil ich so volle Möhre rausgeschwungen bin. Ach, Manu. Das geht aber wieder länger, das Level, oder? Und hier hört sich das schon wieder so bedrohlich an. Fließband. Oh Gott, da kommen Teile raus. Kommt hier auch ein großes Teil raus? Oder lauert doch bestimmt der Tod, oder? Ja. Als ob, natürlich lauert da der Tod. Dankeschön, Kasu. Schon im 6. Monat. Dankeschön. Und Hallöchen, guten Abend. Na, wie war dein Tag? Ich bin ganz sicher, was ich hier machen soll. Ich glaube halt, ich muss halt hier irgendwie hoch. Aber hier werde ich zerquetscht. Ich bin ein starkes Wollknoll. Ich schieb einfach alles zurück. Was wäre denn passiert, wenn ich das Band da so drauf gehalten hätte? Wären die irgendwie übereinander gestapelt? Michina, danke der Nachfrage. Mein Tag beginnt erst jetzt richtig. Ach so. Hast du wieder Nachtschicht? Mein Tag läuft so lala. Ah, das ist jetzt nicht so schlimm. Oh nein, die Teile haben so einen roten Boppel dran, okay. Okay. Leider ja. So lala. Was hast du? Meine E-Zigarette lädt nur nicht mehr. Das ist das Einzige. Technik sagt sich bei mir so. Spielst du schon mit dem Wenn ich PC spiele, spiele ich mit dem Xbox-Controller. Dafür brauche ich ja den von der PlayStation nicht. Nein, zu spät. Den für der PlayStation brauche ich ja nur für PlayStation Now. Also nicht wirklich weltschlimmes. Naja,
Wenn du eine gewisse Sucht hast, dann ist das natürlich blöd. Und Rauchen ist halt nun mal einfach eine Sucht. Das ist halt so. Nein. Ich krieg das da nicht hin. Mann. Du weißt aber, was ich meine. Ja, aber... Es ist halt trotzdem nicht so toll. Ich habe jetzt hier noch die, aber die schmeckt nicht, die ist kaputt, sie funktioniert nicht, deswegen habe ich eine neue. Ich habe mich schon mit dem Support auseinandergesetzt. Ich hoffe mal, dass die irgendwie nochmal schreiben. Ja, jetzt kam wieder nichts, oder was? Ich habe extra jetzt länger gewartet. Aua, wurde erschlagen. Weiß nicht, Technik sagt sich allgemein irgendwie aktuell so, ja, nö. Ich mag das schon nicht mehr. Hä, wie soll denn das gehen? Ich komme hier an der Stelle nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Irgendwas mit dem gelben Teil, was da kommt, aber... Hä? Okay. Hat jemand zufällig einen Tipp? Oder Ahnung? Oder irgendwas? Muss mal meinen Cousin fragen, der vermarktet E-Zigaretten in der Welt. AKA fliegt um die Welt. Und ist auf Messen und so. Ja. Er arbeitet halt, wo es herkommt ursprünglich. Okay. Ja gut, ich hatte halt die hier. Das ist jetzt nur der Tank oben nicht drauf. Und sie geht halt nicht mehr an. Eigentlich müsste sie halt angehen, wenn... Also sie war eigentlich auch nicht aus. Auch mit verschiedenen Ladekabeln etc. pp. Funktioniert es halt nicht. Deswegen, falls ich in den nächsten Tagen gereizt sein sollte, ihr wisst dann, was es liegt. Ich habe halt keine Ahnung, was ich hier tun muss. Nicht, dass ein Kondensator durchgebrannt ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich bekomme sicherlich das E ab. Was? Was bekommst du ab? Hä? So das? Was ist los? Ich weiß, wie gesagt, nicht, was daran kaputt ist. Hauptsache, ich hoffe einfach nur, dass der Akku mir nicht irgendwie in der Nacht in der Luft fliegt oder so. So. Ich hätte hier schon die ganze Zeit hochgehen können. Ja, ja. Warum sollte ich auch hier hochgehen wollen? Ah. Warum hat das eine so einen Buckel? Das verstehe ich nicht. Das hier verstehe ich auch nicht. Ah, ich brauche so einen, damit ich den hier gegenhalten kann wahrscheinlich. Komm mal her. Komm her, ich brauch dich. Ah. Bin selber noch drauf gekommen. So, aber ich muss bald los. Ruh mich noch mal etwas aus, bevor ich los bin. Ja, mach das, Kaso, mach das. Ist verständlich. Und dann wünsche ich dir gutes Gelingen. So. Ich gehe aber irgendwie immer noch nicht weiter. Also, gefühlt. Kann ich mich einfach festketten und dann hier so runter? Au! Was
nicht, ob das der Sinn der Sache hier war, aber ich bin nicht mehr hochgekommen. Ich komme da nur nicht hoch. Und ich wette mit euch, braucht es. Ich könnte halt auch einfach nicht so weit schwingen, ne? Komme ich auch hier durch? Ja, fast. So, wir gucken, dass ich nicht aufs Band lande. Ja. Hallo, können Sie mal da aus dem Platz, aus dem Weg gehen, bitte? Ich muss mich hier lang schwingen. Sieht man das denn nicht? So. Okay, hat funktioniert. Ich wollte gerade sagen, hier fallen auch wieder Sachen durch die Gegend. Ah, mit nichts, was mich hier schlägt. Okay. Oh Gott. Ey, dass man hier irgendwie immer aus Versehen Sachen triggert. Oh nein! Ich muss hier schnell raus. Oh Gott. Ja, ich sterbe hier wahrscheinlich jetzt. Das war eine Presse. Ich muss mich hier halt beeilen, lol. Dass man hier immer so aus Versehen solche Sachen triggert. Oh Gott. Ich bin auch nicht gut in sowas. Ich weiß ja nicht mal, wie ich hier weiterkomme. Ja, ist auch egal, wo ich hinrenne. Ich werde halt definitiv zermatscht. So stressig. Ich muss dann auch irgendwas wieder spielen, was entspannt ist. Mann. Und hier komme ich sonst nicht hoch. Ich muss das Ding hier aufmachen, aber dann komme ich doch nicht weiter. Hier im Auto komme ich nicht weiter. Ja, ist schon wieder tot. Hilfe! Nee, das kann ich auch nicht machen. Ich kann mich auch nirgendwo festhalten. Ich kann nichts auslösen. Hä? Bin wieder tot. Komm. Zerdrück mich. Los. Hat jemand gerade rein zufällig eine Ahnung, was ich tun muss? Ich komme mir im Auto nicht weiter. Oder bin ich schon wieder blind? Hat irgendjemand rein zufällig gerade im Chat eine Ahnung? Oh Mann. Nö, blickt er auch nicht durch. Ja, ich auch nicht. Komm halt im Auto nicht weiter. Muss ich irgendwie außerhalb theoretisch lang, aber how? So, wie? Aber hier... Jetzt geht er halt hier nicht hoch, genau. Und hier oben komme ich halt auch nicht lang. Ja? Und hier sehe ich nichts, was ich ziehen, drücken. Kannst mich mal.
blödes, doofes Ding, du. Ich hab's geschafft. Ah, es ist schon das Level. Oh Gott sei Dank. Es geht nicht mehr so schlimm weiter. Da. Ich seh's. Da. Nein, da. Da? Da. Genau da. Oh. Ist das ein halbes Herz? Wo ist das andere Teil? Geht doch. Ey, Gott sei Dank. Das Spiel wird mir gerade abgekackt. Das Spiel hat sich irgendwie gerade minimiert. Entschuldigung, falls ein Frame am Bruch, weil immer wenn sich das minimiert und wieder in Vollbit geht, kriege ich da kurz einen Frame am Bruch. Es tut mir leid. Oh Mann, Mann. Prost. Alles geht Alles geht zwangsläufig zu Ende. Irgendwann kommt die Maschine zum Stillstand. Unsere Wege kreuzen sich für eine Weile, aber wir haben alle unterschiedliche Ziele. Okay. Uni. Dem ging es nicht gut. Ach, deswegen auch die Medikamente in der Werkstatt. Oder Schrottplatz halt. Ah, okay. Hier wird immer noch ein Teil. Gucken wir mal, wie lange wir jetzt noch für das nächste brauchen. Und dann je nachdem machen wir noch ein bis zwei. Den sind wir jetzt durch, ne? Ja. Ich hab Licht angemacht. Sehr gut. Das letzte Blatt. Wie das letzte Blatt? Ist das schon zu Ende? Nee, oder? Ist das Spiel dann schon zu Ende? Nein. Das sieht aus wie ein Friedhof? Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ist ganz doll verschneit. Sind wir jetzt bei einer Beerdigung? Oh oh. Jani? Ist das verschneit? Doch, das sind Gräber, oder? Also im Hintergrund erkennt man es halt so ganz leicht. Oh, oh, oh. Kann ich mich denn davor schützen jetzt? Das fängt ja schon komisch an. Ich bin immer weggepustet. Hey. Ich muss dich mitnehmen. Sag mir das doch. Oder auch nicht. Muss ich dich mitnehmen? Doch, ich muss dich mitnehmen. Ah, dann kann ich mich hier fest an dich... Ah. Kann ich nicht auch hier knoten? Und dann so? Ja, das funktioniert. Ja, es funktioniert nicht so, wie es soll. Muss doch so machen.
Nee, Hilfe. Oi, oi. Ja, auf solche Sachen muss man erstmal kommen. Jani, bloß nicht die Lampe loslassen. Tut mir den Gefallen. Oh, kurz vorm Checkpoint. Genau. Gemein. Ich hab gesagt, nicht loslassen. Wait. Warte, ich muss kurz warten, bis der Wind hier wiederkommt. Kann die. Kann ich nicht weiter reinziehen? Oh. Bin ich hier unten auch geschützt? Ja. Gott sei Dank. Nein. Guck mal, dem ist halt auch schon kalt. Nee, das ist nicht richtig. Ist halt ein. Immerhin passierte so ein bisschen das, was ich wollte. Mann, ich hab's doch versucht zu greifen. Verdammt. Hilfe? So sehe ich aus wie ein Drachen, den man steigen lassen kann, oder was? Hallo, ich bin kein Drache. Wieder festgehalten. Nein, 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 nein. Gut. Doch, festhalten. Sehr gut. So, ich werde wieder zurückgeschubst. Okay. Ich muss den so hier festknoten, oder? Ich werde immer zurückgeschubst. Ich bin irgendwie ein bisschen überfragt. Sicher nicht.
Ist cool. Hilft das echt nichts? Ja, das hilft nicht. Warte mal. Ah! Das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte jetzt eigentlich nicht wegfliegen. Nein, oh Gott, ich wollte dich loslassen. Ich wollte das da festgebunden lassen. Nein! Hey, ich hab die Taste gedrückt. Ich schwöre euch. Brauche ich die Lampe überhaupt noch? Das ist halt auch die Frage, ne? Aber wahrscheinlich. Nein! Nein! Das wollte ich nur. Das sieht so richtig nervig aus. Ja, ich fühle das. Es ist auch richtig nervig. Es ist richtig nervig. Es sieht nicht nur nervig aus. Glaub mir. Wahrscheinlich ist da sogar schon das Ende. Hätte ich jetzt eigentlich schon fast geschafft gehabt. Weil ich war ja bis eben schon mal hier. Da verkacke ich die ganze Zeit.
kannst es da noch lösen wieder. Hänge ich denn jetzt hier noch fest? Bei denen da unten. Was war mal hier los? Ich hänge immer noch irgendwo fest. Hey, ich hab mich festgehalten, Mann! Ey, das geht doch. Das ist blöd. Das ist blöd, ich halte mich halt fest und das denkt sich so, ja, nö. Kein Bock. Ich will das nicht. Spiel sagt nein. Brauche ich überhaupt die... Rauche ich überhaupt die Lampe? Ich gehe jetzt gucken ohne Lampe. Nachher mache ich mir hier unnötig Mühe und es geht halt auch einfach easy peasy ohne Lampe. Weil der kleine Freund hier so gefühlt eingefroren ist. Ich komme hier nicht weiter. Ich brauche die scheiß Lampe. Ich brauche die doofe Lampe. Wir sonst halt einfach ein. Quasi. Ja, genau das ist das, was ich wollte. Zum Glück ist diese Stelle auch überhaupt nicht nervig. Nein! Warum? Einfach, dass er manchmal einfach das Falsche abwickelt. Ich hasse es. Ja, du kleiner komischer roter Scheißklumpen. Mag dich nicht, du bist blöd. Du bist Wolle.
Jetzt habe ich mich festgehalten, jetzt geht's wieder nicht. Ich hasse es. So, ich halte mich fest, aber es denkt sich einfach so, nö. Muss gut sein, ne? Hier, ich habe mich so festgehalten. Das ist diese Taste hier hinten. Die hier. Jetzt warte ich, bis der Schneesturm nochmal kommt. Schön festhalten. Sehr gut. Hat fein gemacht. Bist ein braves Wollknoll. Ja. Wer ist ein braves Wollknoll? Ja, du bist ein braves Wollknoll. Ja. Schön festhalten, Wollknoll. Nee. Festhalten. Diese Knoten hier wieder lösen. Den das hier mitnehmen. Hier schnell Knoten dran machen. Mach hier Knoten dran. Halt dich fest. Halt dich fest. Ich will das nicht alles nochmal machen, bitte. Hier oben werde ich nicht mehr so krass weggetragen. Aber das hier los. Und das hier. Puh. Ich hab's hochgeschafft. Immerhin. Oh oh. Ich dachte gerade, die Tür schiebt uns das einfach das Ding wieder runter. Und es klatscht einfach wieder so pom. Ist halt wirklich eine Beerdigung, ne? Krass. Ja, nie immer festhalten. Hier, ich drück das hier immer. Hui! Ja, süße, geht schneller. Oh Gott sei Dank, Checkpoint. Ja, das hier ist aber jetzt nicht so gut mit so einer schweren Lampe. Ja, hab ich ja gesagt. Ist nicht gut mit schwerer Lampe. Brauche ich wahrscheinlich auch einfach nicht mehr. Oder? Oder friere ich einfach wieder ein? Sieht aus, als ob ich untergehe, aber irgendwie tue ich es auch nicht. Und noch ein Stückchen. Nein! Oh, oh boy. Oi, oi, oi. Ich surfe. Ich habe versucht zu surfen. Ich habe gesurft. Ich habe einen Checkpoint. Ja, ich nehme das kleinste Stück von allen. Ja, ja. Ich lebe noch. Ich versuche zu surfen. Aber irgendwie will Jani nicht so gut surfen. Das ist ein Wollknoll. Mann! Komm, gib mir ein großes Stück. Geht halt nicht.
Weiß nicht, ob das so war, wie ich das machen sollte. Aber ich hab's rüber geschafft. Aber das stelle ich mir eklig vor. So Wolle, die nass ist und dann halt noch Schnee und kalt. Du bist ja wirklich tiefgefroren. No. Wolle. Und nicht wieder weg. Wegwehen. In den Rucksack. Das ist bestimmt warm. Ist das überhaupt ein Rucksack? Ich glaube schon. Nein, das ist das andere Teil. Hey. Was? Hey! Gib mir mein Wollknäuel wieder. Schlief? Hey! Auch wenn ich über das Wollknäuel gemeckert hab, ich mag's. Wollknäuel lebt wieder. Ja! Ja! Gott sei Dank. Oh, tu mir doch sowas nicht an. Oh, dich hat jemand wieder zusammengepflegt. Und du hast das Herz in der Hand. Sie hat doch gesagt, du sollst in den Rucksack gehen. Aber du bist ja echt verdammt lange im Rucksack geblieben. Das letzte Mal, wo wir Jani drin hatten, war Winter, tiefster Winter. Das ist ein Fahrrad. Jetzt ist es anscheinend Frühling. Ach, du kannst mich wegfliegen. Oh. Uhu, hallöchen Seraph. Hi. Was machen die Lichterchen mit uns? Hä? Okay. Hey, Wuschlichter, was tue sie? Ja! Hey, wie cool ist das denn? Sind das die ganzen Erinnerungen einfach, die wir gesammelt haben? Also die ganzen aus den Level? Aber es wären zu viele, oder? Hallo Vogel. Na, Seraph, wie geht's dir? Bringen wir das jetzt von uns aus nach Hause? Ich glaube schon. Ganz okay. No. Das Spiel jetzt zu Ende? Haben wir das jetzt durch?
helfen. Wie geht's dir? So lala. Einen Herzinfarkt bekommen. Ihr macht das Herz wieder heile. Lass dich nicht erwischen. No. Mach's wieder heil. No. Das wird's. No, danke, dass du Unravel gespielt hast. Wir haben's durch. No. Oh. Schönes Spiel. Auch wenn es mich an meine Verzweiflung gebracht hat, schönes Spiel. Definitiv. Ja gut, ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, dass wir doch schon so weit sind mit Unravel. Krass. Hatte ich halt wirklich nicht auf dem Schirm. Ich dachte halt wirklich irgendwie so, wir haben irgendwie noch 2-3 Streams vor uns. Krass. Hab das Spiel gehasst und geliebt. Das ist so eine Hassliebe irgendwie. Aber es ist sehr schön. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Und so schwer an manchen Stellen für mich. Aber wirklich schön gemacht. Bin gespannt auf den zweiten Teil. Irgendwann wird er noch kommen. Irgendwann werden wir ihn auf jeden Fall spielen. Wahrscheinlich nicht direkt als erstes Spiel. Ich brauche erstmal wieder Ruhe. Das war ja dann doch sehr kompliziert manchmal. Ich brauche irgendwas, wo ich nicht nachdenken muss. Schönes Spiel. Wahnsinnig Credits lang. Aber ist ein gutes Spiel. Es sah auch sehr gut aus dafür, dass es vor
5 oder 6 Jahren rauskam, 2015, ne? Dafür sieht es A bombastisch aus und B braucht es halt nicht viel Anforderung, um so gut auszusehen für meinen Rechner. Das ist halt wow. Das ist halt einfach krass. Deswegen hoffe ich, dass der zweite Teil auch laufen wird. Können wir nochmal fortfahren gehen? Ich will nur mal gucken, ob wir uns das letzte nochmal durchlesen können. Von dem, was wir geschaffen haben. Das letzte Level, ob wir uns das hier nochmal angucken können. Gieseln und Gräser hatten wir. Gehen jetzt einfach alles nochmal durch. Einmal so zum Abschluss nochmal das komplette Buch einmal durchgehen. Das Meer. Das hat halt so schon angefangen, ne? Ehrenmoor. Hier mit den Ausflügen und so. Das war halt alles, da war noch schön. Dann fing irgendwie das nächste Kapitel an, dann wurde es halt irgendwie nicht mehr so schön. Bergwanderung. Und mit den Pilzen. Und ab hier, ab entgleist, wurde es dann irgendwie nicht mehr so schön. Das war ein bisschen zu schnell. Hier wurden halt protestiert und so. Ab hier wurde es dann irgendwie nicht mehr so schön. Und hier mit den toten Fischen und so. Hier war dann der Brief. Hier ging es denn theoretisch wieder so ein bisschen. In Wintersonne. Da haben wir ja, glaube ich, erfahren, dass der halt irgendwie krank war, der eine, ne? Also der Mann. Oder war das jetzt schon? Nee, noch als weiter, ne? Ja, bei Rost. Mit den Tabletten, die da auch umlagen und so. Und dann hier halt. Weiß halt natürlich nicht, ob das der Mann ist. Also er hier, der an dem Auto zum Beispiel arbeitet. Oder da mit dem Hund zusammen, ob der das halt ist. Aber ich denke halt mal schon. Und das hier hatten wir noch nicht genau. Deswegen wollte ich nochmal nachgucken. Das letzte Blatt. Die Vergangenheit kann einen helfen, damit umzugehen. Sie kann einen stärken und Trost geben. Wenn man sie aber nicht loslassen kann, kann es einen herunterziehen. No. Das ist die Lampe quasi, mit der wir die ganze Zeit hinter uns hergezogen haben. No. Erneuert. Jedes Ende verbirgt einen Neuanfang. Das Leben schlendert um uns umher. Ich kann das echt schlecht lesen. Also die Schrift. Das Leben schlendert uns umher, kann uns aber nur brechen, wenn wir es zulassen. Es ist immer ein Versuch wert, jedes Mal. Oh. Hey, guck mal, das ist Hundi. Hundi gibt's immer noch. Liebe verbindet wie ein Garnfaden. Genau wie Garn können
diese Verbindungen zerbrechlich sein oder durcheinander geraten. Wenn man sie jedoch behält und sich um sie kümmert, können sie jede Distanz überwinden. Ja. Danke, dass du Unravel gespielt hast. Und ab hier müssten die Credits wieder anfangen. Genau. Aber ich wollte auf jeden Fall nochmal mit euch die letzten Bilder hier zusammen angucken, die wir ja eben nicht angucken konnten. Leider. Ja. Und hier ist auch das Bild wieder vereint. Und hier drin ist es jetzt hell. Gibt es noch irgendwas, was wir uns hier angucken können? Also klar, wir können jetzt noch die Geheimnisse alle suchen und so, aber bei manchen kam ich halt auch irgendwie einfach nicht dahin. Nö. Sieht aus, als ob hier nichts mehr ist. Okay. Dann sind wir an der Stelle durch mit Unravel.